bin wieder da. Bin auch noch völlig schlonzi donzi, weil ich noch in meiner Pause nachher duschen werde. Aber ich bin schwer durch, ne? Ich bin schon wieder durch. Ich suche aber einen Kaffee, bis mir einfiel. Ach ja, ich habe eine leere Tasse längst im Kühlschrank. In die Küche gebracht. Da dachte ich mir so, dann kann ich mich jetzt auch fertig machen und anziehen und so. Ich bin extra gezogen. Was ist mit meinem Kopf nicht hier? Der Tag gestern habe ich einfach mal ausgenockt. Das ist einfach so. Ein Tag irgendwie chaotisch und dann ist alles in meinem Kopf ein bisschen. Gut, ich hole mir jetzt was zu trinken und werde weiterarbeiten. Ich bin angezogen. Ich habe keinen Kaffee mehr. Vielleicht soll ich noch einen nehmen. Keine Ahnung. Oh. Mann, nur Maus. Mancher ist aber echt. Egal. Jemand? Wer hopst denn da? Was, Mia, Kätzchen, du hast da einen Fussel auf dem Rücken. Wie läufst du denn rum? Darf ich dir den mal entfernen? Guck mal, den brauchst du nicht. Möchtest du was sagen? Nee? Oh. Der liegt da. Oh, der liegt süß auf. Und Mui liegt unterm Tisch, wie immer. Neuerdings, ja. So, jetzt schleppe ich euch tatsächlich mit in die Küche. Wollte ich gar nicht. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ey, ich komme nicht in meine Dosengläser ran. Ich will mein Dosenglas haben. Wirklich Dosenglas. Habe ich beschlossen, aber ich komme nicht an die Dose ran. Kennt ihr diese Gläser? Die gab es bei McDonald's. Ich liebe sie. Wir haben insgesamt 5 Stück. Oder 4? Ne, 5. Es müssten 5 sein. Und ich habe beschlossen, dass die Woche Dosenglaswoche ist. So, jetzt aber trinken, dann gießen und weiterarbeiten. Oh, so, ich habe ein Déjà-vu. Ja, da kommt man spät nach Hause und dann sowas. Ich habe ein Déjà-vu. Ich auch. Was hast du da wieder angestellt, Bettilein? Und auf diese scheiß Dinger musste ich jetzt hier ewig warten. Einem Tag, der sowieso alles chaotisch ist. So, doch, ich bin halt aggressiv. Ist halt zickig, aber so halt. Ja. Scheiß Tag. Man wird früh vom Morgen bis abends voll. Das stimmt gar nicht, du bist gar nicht da. Ja, gut, stimmt ja nicht, weil ich will ja jetzt nach arbeiten. Richtig. Ja. Das ja. Mal Frau. Hallo. Ein Mädchen reiten, ne? Dann gleich. Zettel. Und Zettel. Oh, Zettel. Okay, Miss Mafia. Da ist es okay. Schon. Mafia. Wird auch zu Mafia. Was haben wir hier noch? Hier haben wir Captain. Sieht aus wie eine weiße Polizistin. Tja. Ja. Mal was anderes. Captain. Captain bei. Ach nee. Ach so, ja. Naja. Kommt erstmal beiseite. Tour. Das sieht aus. Naja, wieder klar. Das sieht ja. Oh, guck. Das hast du auch noch nicht. Das sieht für mich alles so gleich aus, ey. Halleluja. Wow. Das sieht gut aus. Na, dann zieh mal an. Das sieht richtig gut aus. Da gibt es noch mehr dazu. Oh, das, ja, das gehört dazu. Ach, oh, hey. Wow. Bildchen? Das falsch, wa? Oha. Sam immer. Cool. Wie heißt das? Victoria. Schon wieder Victorian Vamp. Die andere sah aber anders aus. Die hieß auch Victorian Vamp. Machen wir eine Vamp-Show. So, dann hier. Oh. Robin Hood. Thief of Hearts. Diebe der Herzen. Jawohl. Machen wir nochmal. Das hat man gar nicht gesehen. Er und seine Mützchen. Nee. Mach wahrscheinlich mit Klammern fest und nicht mit dem Haarreif. Nein. Übrigens, die eine Kiste, wo du gesagt hast, sind 5 drin gewesen. Letztes Mal, da war das blaue Kleidchen dabei. Es waren sogar 6. Und wie viele waren jetzt hier? 4? Nee, mehr. Sicher? Ja, 5 mindestens. Sicher? Mindestens. Mindestens. Naja, zählen und so. Gute, ne? Ausbeute. Die Zuschauer können ja zählen, ne? Wenn die ständig. Ja, oder ich beim Schneiden. Oder du beim Schneiden, ja. Ne. Wow. Ne? Das habe ich auch noch nicht. Das sieht mal anders aus. Bad Girl.
Das hatte ich echt schon überlegt zu holen. Und dann so, ach nee, ach komm, vergiss es. Nee, brauchst du nicht. Nee, ist eh nur so ein Plastikfummel-Dingsbums. Oh Gott, auch dünn. Bin ich froh, dass ich es nicht gekauft habe. Also ich habe es ja gekauft jetzt, ja, aber irgendwie indirekt, ne? Nee, egal. Haschke. So. Was ist das? Captain America oder was? Weiß ich nicht. Nee, Superwoman. Hier Wonder Woman, hier, wie auch immer. Das sieht doch gut aus. Stand auch Wonder Woman, oder? Ich kenne mich da aber nicht so gut aus. Die Strümpfe habe ich schon. Ach so, natürlich. Macht Sinn, ne? Ja, total. So. Gürtel? Batgirl, Gummit. Ach so, der hier mit den schwarzen Was, Gürtel? Sehr hochwertig. Naja. Was haben wir denn noch? Zettel sind immer gut. Und? Pretty Paratrooper. Ach du heiliger Bimbam. Ja. Okay. Klar. Wenn man sich hier im Dschungel verstecken will oder so. Natürlich. Oh, ja. Strampelanzug. Willkommen bei der Armee. Strampelanzug. Ja, mal wieder, ne? Mhm. Was haben wir hier drin? Achso, das Großzeug. Für den Ding. Zum Strampelanzug. Dann haben wir hier noch. Ja! Nochmal! Juhu! Zwei, drei, es ist. Erledigt. Und Schneewittchen, oder was? Star Wars? Oh, Prinzessin Leila. Ja, das war's. Ist noch mal was. Aber drunten sieht aus wie Schneewittchen. Ich kann mir nicht helfen, aber. Ja! Jetzt haben wir erstmal Leila. Prinzessin Leila. Lila, aber auch was hier. Ist ja egal. Ja. Und? Mit Perücke, mit Schneewittchen. Mit Schneeflittchen. Na? Und? Na, das hat mir doch schon immer gewünscht. Und was ist das jetzt? Weiß ich doch nicht. Wieder extra oder was? Mal drin, sowas. Das ja, ist so. Sowas nicht. Und Schneewittchen. Zeig doch mal Schneewittchen, weil sie noch nicht wissen, wie sie aussieht. Ich habe das gratis bekommen. Stimmt. Ja. Das 100-Millionen-Zehnste, da ist ja noch was. Das sind noch Socken. Ja, sehr schön, Socken kann man immer hier brauchen. Die kommen da hin. So. Aber ich glaube, die gehören zu dem einen Kostüm. So sah das zumindest aus, gerade bei dem einen. Die Perücke. Schneewittchen? Nee. Nee? Leila. Ah, die komische Knuddel an der Seite. Mit Perückchen. Wow. Das ist nicht schlecht. Wie viel waren das jetzt wieder? Ach, frag mich doch nicht so eine komische Sache. Ich zähle doch jetzt nicht. Wenn ich deine Videos gucken würde, wüsste ich dir nicht. Ja, mach das doch einfach. Mach ich aber nicht, weil ich keine Zeit habe, weil ich arbeiten muss. Ach, je. Und das ist... Das Frettchen ist wieder da. Ja. Da ist er schon. Kommt gleich rüber. So. Weg damit. Brauchen wir nicht. Rotkäppchen oder was ja, ist das hier? Ja, sieht so aus, wa? Ich würde sagen, ja. Nee. Nee. Und wieder so ein Strampelanzug. Da. Was ist das Nina denn? Ist klar. Okay. Nina. Wer braucht denn sowas? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kommst du erstmal in die Mitte? In die Mitte. In die goldene Mitte. Das ist halt die Goldstrops-Dinger hier. Was ist das hier? Keine Ahnung. Wahrscheinlich vom nächsten. Ja, nee. Das gehört noch mit dazu. Achso. Die Armbinden. Die Armbinden. Dann nimm doch mal einfach oben. Ja, doch. Ist ja furchtbar. Ich bin doch neugierig. Ja, ja. Oh, Halloween. Hui. Na gut, dass du am Wochenende Halloween-Kostüme machst. Ich glaube nicht, dass ich auch Halloween-Kostüme mache. Ach so, auf einmal sind es doch zu viele, ja? Wolltest du ja nicht. Sieht aber nicht schlecht aus. Nee. Und was ist das da? Das ist auch wieder so ein Superwoman. 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 Heute mal mit Superhelden. Mit Cape. Hat der noch ein Cape gehabt? Oder hat die gefehlt? Macht. Was? Das wieso? Bei der anderen. Vielleicht braucht sie kein Cape? Ich weiß nicht. Wunder, ja, Cape. Hat Wonder Woman ein Cape? Ja, aber hier gucken wir. Und wir haben noch ein Avatar! Und wir haben noch Stolz. Und ein Avatar! Und Avatar, ehrlich? Superwoman! Superhöschen? Nein, das ist für die Ninja. Die hat doch so einen Mundschutzdings da, oder was? Das ist aber ein komisches Höschen. Was ist das da? Ja, Avatar und der Klimbim dazu. Achso. Haben wir schon zum 500. Mal. Und die letzte Kiste, ihr habt gleich geschafft. Und die letzte? Na, Daniel. Was soll ich denn machen? Wonder Woman? Nee.
Was ist das Engel denn? Oder so? Tolle Stiefel. Was wird das? Ich weiß nicht. Armstulpen, aufgerissene. Ein Cape? Cape. Hm. Kennt das jemand? Weiß ja, was es ist? Sieht aber sehr, sehr billig aus. Ja. Sehr, sehr hochwertig. Sehr hochwertig. So. Und? Ja. Aber wie eine andere, oder? Ja. Ich bin fast beraten, du machst. Mit Schwert. Mit Schwert. Mit Schwert. Macht Sinn. Krönchen. Mhm. Ein V. Jo. Oder sowas in der Art. Tatsächlich. Hier ist der Schwanz. Ernsthaft. Bildchen. Okay. So, wir wissen jetzt, was das ist. Es ist... Shira? Doppelt? Also zweimal dasselbe Kostüm und wir haben hier noch... Ich wusste, mir kommt dieses Ding da bekannt vor, aber ich wusste nicht, wo es her... Okay. Nicht mehr dieses komische Symbol auf der Brust, ja, da bekannt vorkam. Shira. Ein Shira-Kostüm. Das ist Shira. Sag das bitte nicht, du kennst Shira nicht. Nein. Aber He-Man kennst du. Vielleicht. Kennst du He-Man? Ja, flüchtig. Das ist seine Schwester. Okay, bin ich jetzt hier? Mit dem Pferd Swiftwind. Mhm. Er kennt sie. Ja, tief durchatmen. Okay. Da gibt es ja wohl nicht viel dazu. Naja, die hat ja auch nicht viel an. Hier ist noch ein Bild. Das ist ein anderes Bild. So, warte mal, hier haben wir. Das ist schon alles? Moment mal. Da fehlt doch nur eine Hose. Da ist doch die Hose. Nein, das ist doch das andere schon wieder. Das ist doch das hier. Guck mal. Ja, was weiß ich denn? Hast eben das dafür ein Teilchen und dafür das Teilchen. Das und auch noch dann nimmst du halt die Schlüpfer und dann das geht das schon. Mafia hier Oberteil, Dingens, Kirchenzeugs. Das ist aber Gangstermama. Mann, oh ey, das wird hier mal. Steht aber da drauf. Dann habe ich hier noch einen Knopf. Großen Weichen. Dann habe ich hier noch was. Rotes, was vielleicht irgendwo abgefallen ist. Oh Gott, so, und noch ein Gurt. Und Schleifchen, wahrscheinlich für... Wohl kaum. Nein? Na klar, für Schneewittchen. Nie wieder dabei. Seit wann hat Schneewittchen ein Schleifchen im Haar? Jetzt hat sie ein Schleifchen. Okay, okay. Natürlich. Mal weiter hier. Na, du bist ja fertig, stimmt. Oh Gott. Ja, das Rote hatten wir schon. Ja, ist ja, Entschuldigung, das ist halt hochgetürmt. Ja, ist ja so, also zwei Marschieren in einer Box, auch nicht schlecht. Also das finde ich jetzt ein bisschen lustig, oder? Ja, passiert. Ja. Okay. Noch was zu sagen? Ja. Nee, hier muss ich wieder angenäht. Nee, darum geht es ja jetzt nicht. Was soll ich sagen? Weiß ich nicht. So, guter Ausdruck. Reicht's jetzt? Ja? Oder kommen demnächst nochmal 10 Pakete? Meinst du, ich sollte 10 auf einen Schlag bestellen? Tief durch, Mensch, bei morgen. Ja, gestern war ja ein bisschen ruhig, ne? Liegt einfach daran, dass... Mein Kopf irgendwie, der Tag ging so schnell vorbei, dass ich habe nicht mehr meine Haare geführt nach dem Duschen, weil ich Duschen auch viel später gemacht habe, als ich eigentlich wollte. Ich wollte es in meiner Pause machen, hat nicht funktioniert. Irgendwie ist die Zeit gestern gerannt. Ich will so viele Sachen machen und nichts geschafft. Deswegen habe ich den Stream abgesagt, weil ich dachte, nee, ich muss hier noch was puscheln. Also Haushaltsgedöns und weiß ich nicht was machen. Das hatte ich mir vorgenommen für gestern. Aber auch das hat nur zur Hälfte geschafft, dann geklappt dann. Ich habe nicht mal für Animal Crossing gespielt, wirklich nur das Notwendigste. Dann habe ich gesagt, ich mache wieder aus. Ich habe auch nur ganz bisschen gelesen, also wirklich nicht viel eigenen Kram gemacht. Und trotzdem ist es geschafft. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Kennt ihr sowas? Also ich habe gefühlt wirklich nichts gemacht und die Zeit ist gerast. Ich habe irgendwie für alles ewig gebraucht, weiß ich nicht. Oder es war komisch. Ich hoffe, dass heute der Tag besser wird. Es ist Freitag. Ich habe ja nur bis 12 arbeiten. Ich arbeite ja nur bis 12. Und hoffe, dass ich ein bisschen was geschafft bekomme und auch mein Stream wieder machen kann. Nicht, dass es mir gestern gefehlt hätte in der Hinsicht, aber es war einfach gestern so viel Zeit weg einfach, als wenn jemand die anderen Uhr gedreht hätte und vorgespult hätte oder so kam mir das vor. Keine Ahnung. Ja.
Wir gucken mal, wie es heute ist. Ich hoffe besser. Und ich habe auch noch immer einiges zu tun, weil ich ja gesagt gestern nicht wirklich was geschafft habe. Dann war es schon wieder 21 Uhr und es war Bettzeit. Ganz, ganz merkwürdiger Tag. Ganz, ganz merkwürdiger Tag. Also wirklich, das hatte ich auch noch so extrem noch nicht erlebt irgendwie. Zumindest kann ich mich daran erinnern. Vor allem, ich mache den Rest, den ich eigentlich sonst länger mache, ganz kurz, damit ich ganz viel anderes Zeug schaffe. Nichts geschafft, deswegen ist der Vlog jetzt auch zusammengeschnippelt, weil ich habe mich einmal gemeldet und dann war wieder das Auspacken von Daniel und ja, Déjà-vu halt, ne? Ja, deswegen habe ich gedacht, bringt nichts jetzt heute zu schnibbeln. Und oh, cool ist da, es geht los, arbeiten im Dingens hier, im Pomodoro-Style. So, Kuddel hat ein bisschen überzogen heute und ich wollte noch bis zum Ende da bleiben. Das heißt, ich werde jetzt meine Runde machen, so wie immer eigentlich, um 13:30, kurz nach 14:30. Und werde lang wieder Post wegbringen. Denn ich durfte wieder ein paar Bücher signieren, die gehen jetzt weg. Und ich bin froh, dass ich mich jetzt entschlossen habe, Heimlichkeiten nachdrucken zu lassen, also die zweite Auflage. Ich habe das, glaube ich, nur noch 6 Bücher davon. Und die Messen kommen, ne? Ich gucke, ob ich es nachher noch hinbekomme, dass ich es in Druck geben kann. Und soweit ist alles fertig. Ja. Spannende Sache. Spannende Sache. Ich muss heute noch mindestens ein Video drehen. Und schneiden und hochladen. Und vielleicht noch ein fettes Video drehen. Mal gucken. Ich habe auch... Sieht man es? Nee, natürlich nicht. Ich habe auch endlich die Osterdeko gegen Herbstdeko getauscht. Jawohl. Das da unten stand schon länger, außer die drei Sachen drumherum, aber das war schon ein bisschen länger. Und ja, aber ich habe zumindest schon mal einen Wald gebaut, ja. Also ich wollte eigentlich auch noch das Schild dahin packen, aber das passt da nicht mehr. Ich dachte mir, das reicht eigentlich auch so aus und dann gucke ich mal, was ich im Rest der Wohnung noch machen kann. Denn ich habe mir dieses Wochenende ein bisschen was vorgenommen. Dekomäßig, ich kann das Bücherregal wieder einräumen, das wird auch noch so eine Sache werden. Also ist nicht mehr ein Bücherregal, gar nicht mehr, kein bisschen mehr. Von daher kann ich mein Bücherregal für mich benutzen. So schön. Das ist so schön. Ja. Ich werde, wenn ich wiederkomme, erstmal Animal Crossing spielen, aber auch nur das Nötigste. War eine Libelle? Oder war es ein Wespe? Ich weiß es nicht. Und dann rumpuscheln, was ich gestern nicht geschafft habe. Und erst Video drehen wahrscheinlich. Und dann rumpuscheln, was ich nicht geschafft habe. Und ja, dann mal gucken, was heute noch der Plan ist. Es ist Wochenende! Ich freue mich. So. Noch einen Schluck trinken und dann geht's raus ins Sonnenscheinchen, ins Sonnenschein. Daniel hat ein neues Hobby gefunden. Gar nicht. Nee, ne? Ich habe keine Hobby. Ohrringe basteln. Ja. Hat er dann geguckt online, so eine Anhänger sind ja voll teuer und wie viel ein. Ich habe doch noch welche. Mhm. Ja. Ja. Und so eine, jetzt bräuchte ich noch so eine Zwischenringe. Ich habe da noch welche. Ja, was für ein Zufall. Ich habe da mal was vorbereitet. Richtig, wa? Nur das hatte ich nicht. Das musste der gerade selber bestellen. Naja, aber der Schnickschnack, naja, ja. Der war auch viel zu teuer, wenn man überlegt, was das hier kostet. Ah, eieieiei. Aber 100 Stück sollen es sein, ne? Hast du nachgezählt? Ne, sieht weniger aus. Ein bisschen. 100 Stück sieht irgendwie, das sind irgendwie sicher, dass es 100 sein sollten? Sollen 100 sein.
Oder haben sie nur 100 verschiedene und packen sie so eine Anzahl von rein, oder was? Nee. Ich habe keine 100 Stück. Nie im Leben. Weiß nicht. So ein 100, dann kam mir auch so wenig vor. Steht das? Guck mal nochmal nach. Du hast bestimmt wieder geguckt. Oder falsche genommen oder so. Nein. Bestimmt. Das sind doch keine 100. Doch. Nein. Nein. Doch, steht doch. Geh den Zähl nach. Wieso ich? Zähl doch selber. Das sieht viel weniger aus als 100. Das sind wirklich 100. Ich habe nachgezählt. Eigenhändig. Eigenhändig. Ja. Dann sieht trotzdem weniger aus. Das sieht richtig wenig aus. Aber es sind wirklich genau 100 Stück. Ja. Keiner zu viel, keiner zu wenig. Exakt 100. Hm. Ja, hat ein Tattoo. Sein erstes Test-Tattoo. Hält nur 2 Wochen. Naja, bis zu 2 Wochen. Bis zu 2 Wochen. Morgen ist wieder ab. Was ich nicht mehr. Und dann sind wir wieder auf dem Weg zur Bücherzelle. Es gab bei Kaffel auch eine Bücherfalle. Ich war nicht dran, ich bin nur vorbeigelaufen. Mein Vater hat 2 Bücher mitgenommen. Okay, ich nicht. Ich habe nicht mal geguckt. Gut, ich habe reingestielt, aber ich habe. Ne? Ich habe bei den unreduzierten Büchern geguckt, aber einfach nur geguckt. Da weiß ich, dass ich eher nichts mitnehme. Ja, genau. Und jetzt hoffe ich mal, dass es hier auch die Bücherfalle nicht zuschlägt. Und ich bin gespannt. Verdammt. Okay. Die sind klein, oder? Die sind einfach klein. Es waren insgesamt 3 Bände der Power Girls. Nicht der erste Band, da bin ich auf Kassette. Das Einzige, was ich jemals gehört habe oder kenne, in und auswendig. Und ja, so ist das. Musst du jetzt sagen. Kaufschmarkt, Elli hat heute Besuch. Daniel ist nicht da. Wir machen eine Party. Wir machen hier Party, Party, Party. So. Mit undefinierten Essen. Undefiniert, ja. Wir haben Burger bestellt und da steht nichts drauf, was es ist. Wahrscheinlich ist das da meiner und das da nicht so meins, aber ja. Du hast auch Essen, das ist richtig. Na denn, guten Appetit. Gegenlicht. So, wir gehen jetzt raus. Den Kopf auslüften. Das Kind schlafen kriegen. So ist der Plan. Das Essen abtragen. Und ja, mal gucken. Taps, taps. Melde mich auch mal. Wir haben es mittlerweile gleich 2:30. Daniel ist schon lange weg. Er hat ja heute ein Fotoshooting mal wieder. Ja. Jetzt da drüben. In den beiden sind im Bett. Ja, wo ich die ganze Zeit auch eigentlich sitze, weil ich die ganze Zeit Animal Crossing spiele. Also das heißt die ganze Zeit, ich kritzel nebenbei. Ich habe auch schon ein bisschen was gelesen. Sowohl in dem Buch als auch in Rack. Ich komme diesen Monat nicht voran, ne? Ich komme diesen Monat einfach nicht voran beim Lesen. Ich weiß nicht, was es ist. Wo die Bücher super sind, ich komme nicht vorwärts. Ich mache ständig irgendwie andere Sachen. Oder die Zeit rennt davon. Ja. Mal gucken, ob ich da irgendwas schaffe. Aber ich schätze mal nein. Ja, mir ist mir heute irgendwie nicht so gut. Mit triefender Nase aufgewacht. Ach, keine Ahnung. Wir werden sehen. Ständig ist es ja so ein Tagesgeding, so morgen ist ja alles super. Man kennt das ja schon, aber es nervt einfach. Ja. Sonst gibt es nicht allzu viel zu erzählen im Moment. Ich bin noch ganz froh, dass ich die Sachen zusammenschnibbeln werde, alle. Ich habe auch völlig. Ich wollte auch eigentlich noch 2 Videos gestern drehen. Oder vorgestern eigentlich auch schon. Eigentlich am Donnerstag. Endlich wird es am Donnerstag zu drehen. Aber da war ja alles so komisch. Und dann wurde es Freitag drehen. Habe ich auch nicht geschafft. Und gestern habe ich es auch nicht geschafft. Ja, deswegen haben die VIPs diese Woche leider kein Video bekommen. Obwohl alles geplant war. Das gibt es dann nächste Woche. Sorry dafür. Schon mal. Und ich würde dann ein Auswärtsvideo drehen. Mindestens eins. Ich habe doch so viele. Und die Neuzugänge und Lesemonate und so weiter und so fort. Komme ich auch nicht hinterher. Wenigstens das zeitnah in die Kamera zu halten. Selbst das schaffe ich gerade nicht. Es ist einfach wie verhext. Ich musste alle mal gucken, welche Schnipsel habe ich schon gedreht, was habe ich noch nicht gedreht. Ich habe noch nicht mal September fertig. Es ist. Oh. Ich hoffe mal, dass ich ab nächste Woche da ein bisschen mehr hinterherkomme und das alles nachholen kann. Genau. Ja. Ja, sonst ist hier nicht viel los. Das Wetter ist zwar schön, aber eisekalt. Wirklich eisekalt. So 3 Grad in der Nacht oder so Krams.
Jo. Und von daher, werde ich mich jetzt einfach mal wieder ins Bett kuscheln. Ist ja nicht wirklich, aber ist ja keine Decke frei. Haha. Die Katzenlinge drauf. Sie auf meiner Bettdecke, ja, auf seines Bettdecke, Deckbecke. Mhm. ja. Und weiter Animal Crossing spielen und die Kurzgeschichte schreiben. Und. Also überhaupt schreiben. Und ja, mal gucken. Eigentlich würde ich was anderes machen, aber jetzt habe ich vergessen vorzubereiten. Eigentlich würde ich ja ganz viel anderes Zeug machen, aber irgendwie. Ist ein Mäh. Die Woche ist einfach Mäh, die Woche kann weg. Ich hoffe, die nächste Woche wird besser. Das wäre sehr schön, dass wieder ein bisschen mehr Struktur reinkommt und ich auch nicht mehr so. Ich habe heute nicht den Zeitdruck oder so, dass alles wegrennt, aber irgendwie kommen die aus dem Puschen. Wahrscheinlich, weil meine Nase die ganze Zeit rumzickt. Aber ansonsten, ja, letzten Tag war einfach so, die Zeit war weg. Gestern Besuch. Da ist eh nichts mitmachen, aber das ist auch okay. Das muss ja auch mal sein, ne? Da muss ja auch mal mit Leuten treffen können und so und soziale Kontakte und so Krams. Das ist ja bei mir sonst nicht so gegeben. Außer bei Telefon oder Skype oder Twitch. Aber ansonsten ist ja, habe ich jetzt hier so zu quatschen, habe ich ja nicht unbedingt, also Vlogs oder sowas, Videos, ziehe ich da mal nicht zu, weil ich ja nicht keine direkte Interaktion ist. Aber ja, deswegen war es gestern mal sehr schön, wieder Besuch zu haben. Nächste Woche sehen wir uns schon wieder. Wow. Ja. Genau. So sieht's aus. Ja, wie gesagt, mir ist ansonsten gar nicht. Wir sind alles wie gehabt. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen lesen. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch einfach mit drüber. Und dann kann ich da weiterlesen. Und ich freue mich ja auch schon auf die anderen Halloween-Bücher. Ich denke mal, dass ich die auch zuerst lesen werde und nicht das in einem Rutsch durcheslesen werde, weil ich ja eben die anderen beiden auch unbedingt lesen möchte. Und wenn ich dann noch Zeit habe, kann ich immer noch Black Forest High weiterlesen. Aber wir haben jetzt schon den 10. Das heißt, ein Drittel des Monats ist rum und ich habe noch nicht ein Buch gelesen. Ich meine, also ausgelesen. Ja, mal. Ich lese auch irgendwie demnächst mal die Power Girls oder sowas, zumindest den zweiten Band. Hören wir erstmal noch das Hörspiel vom ersten an. Was ich eigentlich schon auswendig kenne, wie ich die meisten Sätze mitsprechen kann, um dann auch wieder richtig drin zu sein. Und dann kann ich Band 2 lesen, weil, wie gesagt, Band 1 kenne ich ja. Wenn man so will. Ja, da freue ich mich so drauf, weil ich habe mich so gefreut, die da zu sehen. Und das letzte war ja, wie gesagt, versteckt gewesen, also weiter oben. Nicht bei anderen beiden Büchern. Und ich habe hinten gesehen, die haben so Nummern draufgeklebt bekommen. Also einfach nur so kariertes Papier und dann, und die sind durchnummeriert 91, 92, 93. Das heißt, die beiden Zwischenbände, die mir noch fehlen, waren 3 und 4, die waren auch gar nicht da. Es waren wirklich nur die drei Bände. Die drei Bände. Ja. Und das heißt, die anderen beiden muss ich mir demnächst auch nochmal irgendwann, nicht demnächst, aber irgendwann mal besorgen. Weil ich möchte schon in der Reihenfolge lesen. Und dann hole ich mir auch Band 1 dann gleich mit. Damit sie auch als Bücher vollständig sind. Als Hörspiele gibt es die ja auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Hörspiele gab als nur das eine. Ich glaube schon, aber ja. Und Band 1 hatte ich, glaube ich, bei Tauschgnomen sogar auf der Liste gehabt. Ich glaube, da gab es das. Oder bei. Nee, bei Booklooker. Bei Booklooker war das, genau. Da habe ich es auf jeden Fall auf meiner Merkliste. Das heißt, das kriege ich auch noch hin. Freue ich mich wirklich drüber. Das hätte ich nicht erwartet, dass ich die da irgendwann mal finden werde oder überhaupt in sowas. Ja. Mit Hanni und Hanni, die ich dann so genau das Buch gefunden habe, mehrmals oder dass ich lesen konnte und so weiter und so fort. Das war auch so. Aber da komme ich auch gerade nicht weiter. Da ist ja auch eine Lücke. Mut zur Lücke. Aber gut. Das sind Sachen, die man halt zwischendurch mal irgendwann holen kann. Und die man auch schnell wieder auslesen kann, weil sie eben schön dünn sind. Ja, mal schauen. Gut, jetzt habe ich genug gequatscht. Es sind schon mehr fast 10 Minuten. Aber wahrscheinlich melde ich mich gar nicht mehr. Von daher war es das wahrscheinlich schon. Und ich habe den Nachschub bekommen gestern. Ich habe es nicht mitgefilmt. Ich habe immer so nicht schon wieder. Das sind 7 Kisten. Das hat einen Knall. Einiges kommt auch wieder weg. Ich glaube, 2, 3 Kisten gehen wir zurück. Aber trotzdem. Er hatte einen Gutschein. Und Prozente. Und das. Und